So, Jungs und Mädels, weiter geht's. Jetzt kann ich aufhören damit, mit diesem Game. Wir haben so viel Wasser abgelassen wie nötig, aber ob ich den Damm ganz ablassen könnte? Rohre, Ventile. Vielleicht kann ich das restliche Wasser hier ablassen. Sag mal. Der Fokus findet hier vielleicht was. Naja, gleich. Das sind eine Menge. Okay, ich muss das Wasser richtig umleiten. Ich sag das als Mann, der sonst von komplexen Dingen fasziniert ist, aber das könnte zu schwer für mich sein. Keine Sorge, ich krieg das hin. Musik in meinen Ohren. Für jede Arbeit das richtige Werkzeug. Man sollte keine Spitzhacke zum Schrauben benutzen. So, das Ding ist beschädigt. Das nützt nichts. Das Wasser kann nicht durch. Ah, nein! Du sollst jetzt erstmal hier ran, dumme Nuss. Du hast einen sachkundigen Verstand. Ein geschickter, nuancierter Verstand. Ich nicht, weil ich nicht der alte Gildun. Das Ding ist kaputt. Da. Das heißt... Das verlangt eine Menge Geduld, oder? Leider habe ich die Rastlosigkeit meiner Mutter geerbt. Nicht ganz richtig. Stimmt. Dran. Aber ich darf ja nicht meckern. Hab mal einen halben Tag mit einem Katscha-Rätsel verbracht. Geht immer noch da lang. Ich bin mal auf dem richtigen Weg. Irgendwas stimmt nicht. Ja, das ist kaputt, Mädel. Das mal. Da kann man es auch nicht lang gleiten, die sind kaputt. Mal. Da ist auch kaputt. Ach Mann. Das Wasser fließt, nur nicht, wo es hin soll. Woanders kannst du es nicht lang fließen lassen, oder? Nee. Nicht ganz richtig. Das stimmt nicht. Da, ein Schritt näher.
Sehr schön. Bald geschafft. Oh, das brauchen wir noch nicht. Wir müssen jetzt da. Dann kommen wir bis da lang. Das Wasser fließt, nur nicht, wo es hin soll. Oder also ein dummes Rätsel hier. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Bist du hier, oder? Da, ein Schritt näher. Nee. Nicht ganz richtig. Nein! Och Mann, du Blöde. Geile. Geht doch mal ran da. Ja, so viel kaputt sind hier, und Scheißrohr. Das stimmt nicht. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Da. Das Wasser fließt. Nur nicht, wo es hin soll. So, das müsste gehen. Das hat geklappt, oder? Selbstverständlich. Es gibt kein Rätsel, das du nicht enträtseln kannst. Also da ist noch Wasser. Okay. Oh, hier unten steht's. Riechst du's? Riecht wie ein Schmiedemorgen im Anrecht. Was war das jetzt gerade? Gott, ey. Fast drei Parts hier. Ein. So ein Käse hier. Erstmal. Das war dann wohl alles. Ich sollte zurück zu Gildon. Hey, wie wär's damit? Wir könnten auf dieses Rohr klopfen und... Können wir das samplen oder... Klar, zum Beispiel nach dem... Oh, sorry. Einen Moment. Laura? Ich, ich brauche eine Pause. Laura? Das war Wasser? Hoch da! Also, wo wir jetzt wieder beim Thema des Vorratsraumes sind.
Noch weiter hoch. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles. Okay. Sehe ja gar nichts, Mensch. Dass das hier nicht zusammenbricht, ist ein Wunder. Natürlich hoch. Müssen ja hoch, müssen ja wieder den Raum zurück hier. Noch ein holographisches Interface. Ich freue mich! In diesem Bereich scannen. Die Schlossposition. Praktisch. Was willst du doch, Eloy? Willst du doch schon. Was? Was machst du denn da mit deinen Händen, Kleine? Ich drehe, dumme Nuss. Ich glaub's nicht, es hat geklappt. Und ich dachte schon, du hast jetzt den Verstand verloren. Wo ist der? Wo ist der hin? Nicht jetzt. Abschiedstour. Reunion-Tour dann in 6 Monaten. Nach dem Bett verständigt. Für unsere treuen Fans Kontakt zu halten ist nicht schwer, Shelly. Wir könnten einen Holoraum proben. Na komm. Ich könnte schwören, hier war einer. Gut, reparieren wir das Bedienfeld und schalten alles ab. Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich war so sicher. Genau dein Fenster weiß. Natürlich. Eine Täuschung, überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildon. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel, wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ist gut, ja, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns. Ach, Gildon. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na, dass es geklappt hat. Bei der Schmiede! Du bist unglaublich! Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, sie ist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten. Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt. Und sie ist bescheiden. Ich hab das nicht allein gemacht, Gildon. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sangesgrund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Überlaufbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Innenraum zugänglich.
Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich, aber das überrascht mich nicht. Boah, ist gleich mal runtergefallen. Jetzt müsst mal in die rauskommen. Reinkommen. Die Mission ist ja noch nicht beendet, oder? Und dem Klang nach zu urteilen, ist Blaulei bereits am Loch. Wer ist am Loch? Ach, die macht Musik. Dann hopst du mal hin da. Alles schön, dass es schneit, ey. Richtig weihnachtlich hier. Das ist richtig gut gemacht. Tolles Spiel. Immer noch. Mit dem DSD haben sie alles richtig gemacht. Das ist jetzt für mich. Das sind die Musik. Echt jetzt? Was Level 52, cool. Sie hatte recht mit dem Geräusch. Geht doch nicht in Deckung. Holst da runter. So. Ah, hier kann man auch was finden. Cool. Nur das. Du freust dich wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Bitte, nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Abgeschlossen. Ja. Oh, Block 1 plus 3. So. Guck mal, was haben wir denn hier? Quest. Die Flut vertrieben, wunderbar. Ja, ja, komm. Ach, das ist das. Datenpunkt. Oh. Im Hauptspiel habe ich 4 vorher verpasst. Okay, in der Welt, naja. Da habe ich nicht so gesucht in letzter Zeit, aber egal. Hologramm-Datenpunkte.
Ist aber gegangen. Der Fokus kann sich mit Datenpunkten verknüpfen. Was ist das hier? Waffenspule der Trommlerin. Aha. Okay. Zünder. Gesundheitstank und da. So, ich möchte. Wo ist denn das? Na, ich gehe erstmal hoch. Wieder. Dann gucken wir mal. Ah! Beinahe immer gesehen hier. Ich frage mich, wie das da hingekommen ist. Okay, jetzt wird's ein bisschen komisch. Sind sie nicht drauf oder was? Ah, jetzt ist fertig, okay. Okay, hier haben wir nichts mehr. Na, dann gucken wir mal nach die Jäger. Wo sind denn die? Da in die Richtung. Wir sind bestimmt in Gefahr. Oh, jetzt aber ab. Feuer kennt man auch, oder? Lua? Ne, Lua haben wir hier noch. Ah, nur die Brücke. Oh! Ach, das ist der kaputte, was wir zuerst kaputt gemacht haben. Ist aber die Probleme, Alter. Wenn man den nämlich nicht kaputt gemacht, da hätte man die Maschinen geheilt. Oh, haben wir schon einen Kauerhabicht? Ja, zu spät. Also wir sind nicht nah genug. Ich habe aber jetzt keine Lust daran zu latschen. Da ist das Lager. Natürlich typisch.
Ja, ein Viecher. Ja, warte mal. Da runter. So, jetzt da lang. Und wie gesagt, ich weiß nichts über den DLC. Ich habe mir nichts angeguckt, nichts. Gar nichts. Es ist vollkommen blind für mich. Ich zocke also auch nicht extra. Damit ich weiß, was passieren wird. Nein. Vollkommen blind. Muss ich noch hinschreiben, mal. Blind. Wo ist er mal da? Dämonischer Versänger. Ist der, was uns am Anfang begegnet ist? Was ist denn? Wie lange guckst denn du noch hier, Junge? Immer schön leise. Ja, was ist denn deine Schwäche? Eis. Stärke Feuer. Eis. Ja, mal nur Eis. Also muss es so gehen. Hey, du Affe! Oh, Nummer 1 ist erledigt, Freundchen. Ja, man müsste auch treffen, oder? Ja. Hey, Miss B. Haha. Okay, muss jetzt so nachladen. Da standen wir nämlich im Weg. Ich muss da nämlich lang. Das ist schon eine Sache für sich, du, die Viecher. Sind weitaus stärker. Hört sich das um hier? Ich dachte, wir müssen da irgendwie hoch. Drei Parts für eine Mission gebraucht hätte. So, das soll es aber für diesen Part gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und tschüss.